Ich begrüße euch zu meinen September-Favoriten. Kommt es nur mir so vor, dass das Jahr bis jetzt irgendwie gerast? Mein Gott, wir sind schon bei Oktober. Das ist Wahnsinn. Ich zeige euch jetzt in diesem Video meine Favoriten aus dem Monat September und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Beginnen wir mit etwas, was ich quasi im letzten Favoritenvideo angekündigt habe. Und zwar mein Rituals Body Spray Cherry Blossom. Oh mein Gott, das riecht so unfassbar gut. Ich kann mir nicht helfen, aber es riecht nach irgendetwas aus meiner Kindheit. Deshalb mag ich diesen Duft auch wahrscheinlich so sehr. Es riecht irgendwie so vertraut und also diese Kirschblüte riecht man auf jeden Fall raus. Es riecht aber auch so ein kleines bisschen vanillig. Ich kann es nicht beschreiben. Es erinnert mich auf jeden Fall an etwas. Und wenn es eins gibt, was Erinnerungen auslöst, dann sind es Düfte. Und deshalb mag ich diesen Duft einfach so sehr, weil es mich an irgendwas Schönes denken lässt. Aber ich weiß einfach nicht was. Ich krame und krame, aber irgendwie komme ich nicht drauf. Aber wenn ihr auf frische Düfte steht oder wenn ihr den Duft schon kennt von dem Duschschaum, dann kann ich euch das sehr empfehlen. Ist ein bisschen teurer, 16,50 Euro kostet 50 Milliliter. Aber ich versuche sparsam damit umzugehen. Ich benutze es jedes Mal nach dem Duschen. Das ist schon relativ häufig, es ist auch schon ein bisschen was raus. Deshalb, ich muss es sparsamer benutzen. Ich finde es einfach super. Dann etwas, was mich ziemlich überrascht hat, und zwar eine Foundation. Wer mein letztes Follow Me Around gesehen hat, hat gesehen, dass ich mir schon wieder eine Foundation gekauft habe. Ich sammle das ja quasi. Und ich wollte mir eigentlich eine von Chanel kaufen, weil ich mich so ein bisschen durch das Sortiment testen wollte. Aber Reni hat mir gesagt, ich sollte mir die Star Foundation von Dior anschauen. Was ich auch getan habe, und ich fand sie super vom Auftrag her schon in der Douglas-Filiale. Da hatte ich die Farbe 020 bekommen, dann hatte ich mir die zu Hause aufgetragen und die ist sehr, sehr nachgedunkelt. Ich sah aus wie einer von den Simpsons, ganz ehrlich, die war viel zu gelb. Jetzt habe ich die Farbe 010 und die passt perfekt, habe ich auch heute drauf. Ich finde sie vom Auftrag mit den Fingern so ein kleines bisschen schwierig, weil sie sich nicht optimal verteilen lässt. Aber mit so einem Make-up-Eye, das habe ich euch ja auch gezeigt, das ist von Ebelin für 2,45 Euro. Da gibt es ja auch eins passend dazu von Dior, das kostet aber 18 Euro, also ne, so bescheuert bin ich nicht. Mit diesem Eye die Foundation zu verteilen, ein Traum. Die sieht aus wie Haut. Jetzt könnte man sagen, ja, warum lässt du dann nicht einfach die Foundation weg und lässt deine normale Haut? Das sieht auch aus wie Haut. Aber das ist einfach, lasst es euch mal auftragen, das ist wirklich der Wahnsinn. Die macht so ein schönes Ergebnis und so ein gleichmäßiges und natürliches Hautbild. Und darauf stehe ich ja sowieso, auf Natürlichkeit. Ich mag nicht zu gespachtelt aussehen, obwohl die schon eine ziemlich hohe Deckkraft hat. Aber die macht einfach ein sehr natürliches Finish. Und deshalb ist es jetzt schon ein Favorit von mir, obwohl ich die noch nicht so lange habe. Ich werde es ja natürlich weiter durchtesten und dazu auch später eine Review machen. Aber bis jetzt finde ich die top. Dann ein altbewährter Wegbegleiter, der einen nie im Stich lässt und immer zuverlässig ist. Kokosnussöl. Kokosnussöl benutze ich schon Ewigkeiten. Das ist der beste Moisturizer, den ihr haben könnt. Da könnt ihr noch so teure Produkte kaufen, die euch Feuchtigkeit spenden. Kokosnussöl ist einfach super. Ich zeige euch jetzt nicht das Innere, weil das sieht ein bisschen eklig aus. Bei 26 Grad wird das Zeug flüssig. Also ich hatte das im Sommer gekauft, diesen Pot, und da war das richtig, richtig flüssig. Ihr könnt das zu so vielen Sachen benutzen. Ihr könnt euch damit die Haut einschmieren an trockenen Stellen. Super, ihr habt danach wunderbar weiche Haut. Ihr könnt damit eine Haarkur machen, ihr könnt euch damit abschminken, ihr könnt damit auch kochen, wenn ihr wollt. Das ist super. Der Pot kostet, also es sind 220 Milliliter drin, kostet glaube ich keine 3 Euro bei DM. Und versucht es einfach mal, es ist wirklich super. Das ist ein Allround-Talent. Dann zwei Sachen, die ich gerade im Herbst sehr gerne benutze. Und zwar erstens roten Lippenstift, hier stellvertretend der Colorige Letizia's Red aus der neuen Collection, von der ich euch auch in meinem Lip Product Addict Tag erzählt habe. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, werde ich ihn euch natürlich in der Infobox verlinken. Und zweitens der MAC Eyeshadow Twinks. Das ist so ein bräunliches Bums. Faden verloren. Ein Braun mit einem Pflaumeeinschlag, wollte ich sagen. Habe ich auch heute drauf. Twinks ist wirklich so eine Farbe, die man toll im Herbst tragen kann. Die ist echt super schön. Dafür habe ich auch gerne das Geld ausgegeben. Aber wie ich schon mal gesagt habe, kauft euch den Refill. Die normale Packung mit den Lidschatten kostet 18 Euro irgendwas und der Refill kostet 14 Euro und ein paar zerquetschte. Ihr braucht die Plastikverpackung nicht. Also mit dem Refill kommt ihr genauso hin wie mit der anderen Verpackung und ist super. Ich trage entweder im Herbst auffällige Lippen und zurückhaltendes Augen-Make-up
oder auffälliges Augen-Make-up und zurückhaltende Lippen. Heute seht ihr, ich habe heute Twinks drauf. Ich finde den wunderschön. Also den kann man so vielseitig verwenden, entweder in der Lidfalte oder richtig übers ganze Lid und BAM, smoky eye in your face. Ja, ich liebe den. Wie könnte ich ein Favoritenvideo machen, ohne etwas zu essen? Spekulatius! Ich weiß, wir haben erst September und beziehungsweise Oktober. Aber wenn es die Weihnachtssachen, also diese Essenssachen bei Aldi oder sonst wo gibt, dann drehe ich immer so ein bisschen hohl. Und ich kann am Spekulatius einfach nicht vorbeigehen. Die anderen Sachen lasse ich noch so ein bisschen liegen und ja, okay, ihr habt eine Existenzberechtigung, aber ich brauche euch noch nicht. Aber Spekulatius ist einfach ein Must-Have. Ich bin süchtig danach. Ich freue mich immer schon quasi das ganze Jahr darauf. Und oft mit Kakao oder einfach so, das Zeug ist, ach, wer das erfunden hat, der gehört wirklich gehuldigt. Und ach, Spekulatius ist einfach sowas von. Bam! Komplett anderes Licht, was daran liegt, dass es jetzt ein paar Stunden später ist als vorhin. Ich wurde gerade mitten im Video angerufen, weil auf der Arbeit die Luft gebrannt hat. Eine Kollegin von mir ist auf der Arbeit umgekippt. Keine Sorge, es geht ihr gut. Sie hatte was mit dem Kreislauf. Aber ich musste für sie einspringen und deshalb sind jetzt ein paar Stunden später. Draußen ist es stockduster und deshalb muss ich jetzt mein Kunstlicht aufstellen. Aber das soll uns ja nicht aufhalten, dieses Video weiter zu filmen. Jetzt muss ich nur wieder den goldenen Faden finden, wo ich vorhin aufgehört habe. Genau, ich wollte über ein paar immaterielle Favoriten aus dem Monat September reden. Und zwar, falls übrigens es ein bisschen laut ist und hier brummt, das ist mein PC, den habe ich vorhin angemacht, das Gebläse ist ein bisschen laut. Ja, und zwar eine Serie, die ich zu Anfang nicht so toll fand, aber im Laufe der Zeit immer besser fand. Und zwar Californication mit David Duchovny. Es ist eine Serie, die erstmal vorabgestellt, dass die ist ab 18, zu Recht. Ich schaue die auf Amazon Prime. Und es handelt dabei um einen Schriftsteller, Hank Moody, der eine Tochter hat, die in der Pubertät ist. Und die Mutter, mit der hat er eine ganz spezielle Beziehung. Es ist eigentlich die Liebe seines Lebens und die haben eine richtig enge Verbindung, aber können irgendwie trotzdem nicht miteinander und er vögelt sich auch durch irgendwie alle Betten Los Angeles. Und ja, der tritt eigentlich ständig in die Kacke und verstrickt sich in Situationen, die total verworren sind und total einen verzweifeln lassen, wenn man sich das anschaut. Und die Figuren, die in der Serie vorkommen, sind alle irgendwie total skurril und lustig. Und ja, ich kann euch die Serie sehr empfehlen. Die ist auch von Showtime. Von Showtime kommt ja auch Weeds, von der ich euch ja auch erzählt habe. Und das habe ich euch damals vergessen zu erzählen. Ich war ja so verzweifelt, weil ich dachte, von Weeds gibt es nur 6 Staffeln. Nein, es gibt mehr Staffeln und ich bin gerade bei Staffel 7. Und oh, ich liebe Weeds einfach. Schaut euch diese Serie an, die ist so geil. Oh, ich liebe die. Und Californication ist auf jeden Fall auch mal wert reinzuschauen. Ich bin da jetzt bei Staffel 4 und habe sehr viel Spaß, die anzuschauen. Es ist halt, oh, das war mein Handy. Es ist halt, klar, ab 18, weil halt in der Serie viel, ne, geht's halt öfter mal ein bisschen rund. Aber trotzdem ist die Serie sehr gut erzählt und, ja, auf jeden Fall mal einen Blick wert. Die Nachricht gerade auf dem Handy war übrigens was Tolles, hat was mit Sims 4 zu tun. Erfahrt ihr aber alles irgendwann, wenn ich es erzählen darf. so, weiter im Kontext. Ich wollte euch noch gerne ein paar YouTube-Favoriten meinerseits vorstellen und zwar einen tollen Kanal mit 2 Mädels, die ich richtig sympathisch finde und denen ich super gerne zuhöre. Die machen tolle Videos und zwar Consider Cologne. Die gucke ich nicht nur gerne, weil sie aus Köln kommen, aber der Kanal ist richtig toll gestaltet. Die beiden machen unter anderem Beauty, aber auch andere Sachen. Auch viele Follow Me Arounds, welche ich sehr, sehr gerne schaue. Das ist meine Lieblingskategorie irgendwie, glaube ich, auf YouTube. Ich mache ja selber viele Follow Me Arounds. Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr euch das weiter wünscht, dass ich Follow Me Arounds drehe, weil ich das eigentlich sehr gerne mache. Die beiden Mädels sind echt cool und schaut einfach mal da vorbei und ihr könnt mir ja ein Feedback geben, wie ihr die findet. Ja, also ein Klick wert. Die Kerzen spenden übrigens gerade so viel Wärme, ich gehe hier gerade echt ein. Schon viel besser.
Jetzt habe ich eine Empfehlung, und zwar, das sind 2-in-1 Personen. Und zwar ein Kanal, den kennt jeder, den sollte jeder kennen. Und zwar Miranda Sings. Wer kennt sie nicht? Einige Redewendungen ihrerseits sind schon irgendwie lange in meinen Sprachgebrauch übergegangen. Ich sage nicht mehr, willst du mich verarschen oder machst du Witze? Ich sage einfach nur noch, are you kidding me? Das ist einfach so eine lustige Frau, die bringt mich so dermaßen zum Lachen. Es erschüttert mich manchmal, dass einige glauben, dass die Person echt ist. Nein, es ist eine Kunstfigur, und zwar gespielt von Colleen Ballinger. Die hat noch einen zweiten Kanal, und zwar Psycho Soprano. Auch lustig. Also manchmal finde ich den sogar lustiger als Miranda Sings. Sie ist einfach so talentiert und macht unfassbar witzige Videos. Sie hat auf Psycho Soprano eine Kategorie mit einem Freund zusammen. Da basteln sie immer Dinge zusammen, und das nennt sich Sam mit Labia. Und ohne Scheiß, bei diesen Videos habe ich zum Teil so gelacht, dass ich mir fast in die Hose gepisst hätte. Ich werde euch die Videos definitiv verlinken. Die sind so dermaßen lustig, und man kann wirklich nur zu Colleen aufschauen, weil sie hat eine Kunstfigur geschaffen, die so beliebt ist und einfach was Eigenes hat. Und dann noch einen zweiten Kanal, auf dem sie auch unglaublich lustige Videos macht, auch viele Vlogs. Und die beiden Kanäle sind schon weit über die Millionen-Abo-Grenze hinaus und super erfolgreich, zu Recht. Und ich schaue mir das unglaublich gerne an. Und wenn ihr das noch nicht kennt, solltet ihr da definitiv auch mal vorbeiklicken. So, zu guter Letzt, und ich bin froh, dass es zu guter Letzt ist, weil ich bin gerade so matschig im Hirn. Der Tag war so lang. Sorry. Eine musikalische Sache auf YouTube, und zwar 10 Second Songs. Das ist ein Kerl, der mich so fasziniert hat. Der ist ein Musiker, der immer so ein bisschen grimmig in die Kamera guckt, so nach dem Motto Pokerface. Der hat den Song In the End von Linkin Park so ein bisschen interpretiert in Versionen anderer Bands oder verschiedener Bands, und das ist so geil gemacht. Schaut euch das unbedingt an. Also ich war so begeistert von diesem Video, wie der das gemacht hat und alles interpretiert hat und wiedergegeben hat. Das ist so geil gemacht. Also 10 Second Song ist wirklich richtig, richtig Hammer. So, jetzt haben wir uns durch dieses Favoritenvideo durchgequält. Mein Gott. Ja, hätte anders laufen können heute Morgen, aber naja. Seht ihr, das habe ich gemeint letztens mit dass ich keine geplanten Videos bzw. geplante Videotage machen kann. Es läuft eh alles immer drunter und drüber und irgendwie ist doch immer alles so. Naja. Ja, jetzt kommt es wieder zum unangenehmen Teil, die Verabschiedung. Ja, ich realisiere auch manchmal bzw. immer, dass ich alleine in einem Raum sitze mit einer Kamera und mich mit dieser Kamera unterhalte. Alleine. Niemand ist so hier außer mir. Manche halten das für verrückt, manche halten das für gesellschaftlich akzeptiert, aber ich komme damit klar, mit einem technischen Gerät zu kommunizieren. Das ist total normal für mich geworden. Also tschüss.